Herzlich willkommen. Es ist zwar ein neues Jahr, aber es beginnt, wie das alte aufgehört hat. Das Leben lebt weiter. Es wird sich weiterhin nichts verändern, es sei denn, du veränderst dich. Ich weiß, das klingt depressiv. Jetzt haben wir doch gehofft, es gibt eine Lösung. Also ich meine, es gibt natürlich eine Lösung, aber wir haben gehofft, vielleicht es gibt eine Lösung, wo ich nichts tun muss. Da warten gewisse Menschen schon seit vielen Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden, warten immer auf den Erlöser und haben noch nicht bemerkt, dass der schon die ganze Zeit da sitzt, auf demselben Stuhl wie ich oder wie du. Und du nur darauf wartest, dass du dich endlich erlöst. Also fangen wir doch mal damit an. Das heißt, bevor wir uns erlösen können, müssen wir euch ein paar Probleme machen. Sonst gibt's ja nichts zum Lösen. Falls ihr keine habt, ihr könnt jetzt gerne noch gehen. Weil wir werden alles dafür tun, dass ihr doch das eine oder andere Problem findet. Weil es einfach viel, viel mehr Spaß macht, wenn man etwas lösen kann. Wenn man weiterkommt, wenn man einen Schritt macht. Und wir werden zwar nur 3 Stunden zur Verfügung haben, aber wenn es gut läuft, ist das Jahr gerettet. Dann können wir heute schon genügend mitnehmen, um die kommenden 12 Monate einiges besser zu überstehen als die letzten 12. Ist das in eurem Sinne? Gut, dass wir versuchen, etwas zu erkennen. Und wir sind ja schon Meister im Erkennen, wo die Probleme der anderen sind. Und für die hätten wir auch die Lösung. Und die neue Zeit geht ja in die andere Richtung. Es ist ja ein sogenannter Seitenwechsel, nicht Zeitenwechsel. Die Zeit ist sehr relativ, aber die Seiten kann man wechseln. Man kann nämlich von der Opferseite in die Schöpferseite gehen. Und das ist die Idee von Free Spirit, dass jeder beides sein kann, wie er will. Nur viele wissen nicht, dass man beides sein kann und denken, das Leben ist halt einfach so. Aber wenn man mit Leuten redet, sieht man ja, aber dem sein Leben ist so und ihres ist so und ihres ist wieder anders und ja, das Leben ist halt so. Ja, ja, für jeden ist es so und doch ist es für jeden anders. Was macht denn der Unterschied? Warum hat es der eine gut, der andere nicht? Warum geht es dem einen, obwohl er ein Idiot ist, trotzdem immer viel besser als mir? Das ist doch nicht gerecht und so weiter. Alle diese Mysterien haben natürlich gewisse Gründe, weil das Universum nach bestimmten Prinzipien funktioniert, die einfach immer funktionieren. Und anstatt dass wir versuchen, das Universum an uns anzupassen, nutzen wir mal unser Wissen, wie es funktioniert und nutzen es dann so, dass das dabei rauskommt, was du gerne hättest, wenn du möchtest. Das heißt, wir werden heute ein bisschen Theorie machen, wir werden eure Fragen beantworten, auch wenn die aufkommen sollten, und wir werden auch ein paar Übungen machen. Wir möchten euch einen Geschmack geben von unserem Training. Das heißt, alles, was wir tun, stammt aus unserem Training, sind natürlich mal nur so grundlegende Einstiegsübungen, um mal zu schnuppern. Also es wird nicht zu krass, ihr braucht keine Angst haben. Wir machen das ganz gemütlich und easy. Und genauso wie auch am Training, wir machen immer ein bisschen Theorie und dann Praxis und dann Theorie und Praxis, weil wir alle wissen, dass Theorie alleine wertlos ist. Wie der Armin Risi gestern gesagt hat, wer es gehört hat, du kannst noch lange mit jemandem über Liebe reden, wenn er noch nie verliebt gewesen ist, dann kannst du gerade so gut an die Wand reden. Er wird dich nicht verstehen. Und in der Bewusstseinsarbeit ist es genauso. Man kann nur das verstehen, was man auch erfährt. Deshalb schauen wir immer, dass wir zur Theorie eine Erfahrung schaffen können, um zu spüren, worum es da wirklich geht. Weil klingen tut schnell mal etwas gut. Und man kann schnell sagen, ja, das klingt logisch und so weiter. Und trotzdem hilft es mir nicht, wenn ich es nur weiß.
Es hilft mir auch nicht, wenn ich weiß, was weiß ich überhaupt? Ja, ist eine gute Frage. Letztendlich, wir wissen nur, was wir erfahren haben, oder? Das andere ist Theorie. Und das Leben ist nicht theoretisch. Das Leben ist praktisch. Und du kannst so viel wissen, wie du willst. Wenn du es nicht anwenden kannst, hast du keine Chance, gut über die Runden zu kommen. Und ich bin der Meinung, ihr wisst eigentlich schon viel zu viel. Und viel zu viel Scheiß. Auch. Nebenbei. Aber klingt gut und riecht gut. Aber ist nichts wert. Weil es zu gescheit ist. Bewusstsein funktioniert nicht gescheit, sondern verständlich, ganz verständlich. Also was passiert, wenn ich das Mikrofon loslasse? Was passiert? Fällt runter. Ist das schwierig zu verstehen? Muss man dafür die Schwerkraft, das Prinzip der Schwerkraft verstehen können? Muss man jetzt das analysieren können und welche Kräfte auf was wirken und warum und wieso? Nö. Es reicht eigentlich, wenn man das Grundwissen hat. Okay, wenn es schwer ist und du lässt es los, fällt es halt runter. Es ist hier so, Punkt. Warum? Keine Ahnung. Aber was hilft es mir zu wissen, warum? Wenn ich es einfach anwenden möchte. Ja, was interessiert einen Fußballer, warum der Ball fliegt? Er will ihn einfach ins Tor bringen. Wie und warum das so ist, ist wurscht. Hauptsache rein. Und das ist in unserem Leben auch so. Wir haben Ziele, wir haben Wünsche, wir haben Bedürfnisse. Und letztlich ist der große Kampf immer da. Warum funktioniert's nicht? Warum kriege ich nicht, was ich will? Ja, logisch, weil wir uns überlegen, warum der Ball fliegt, anstatt den Ball mal zu kicken und zu schauen, was passiert. Vielleicht schießt man daneben, das ist doch kein Problem. Es gibt immer einen Torwart, der springt und holt ihn dir wieder den Ball. Und selbst wenn er ins Publikum fliegt, irgendeiner wirft ihn zurück. Und wenn nicht, hat der Schiedsrichter noch 5 Reservebälle. Also das Schlimmste, was wir machen können, auch in Sachen Bewusstsein, ist nichts tun, nicht ausprobieren, nicht experimentieren. Deshalb möchten wir diesen Experimentiergeist ein bisschen fördern, wenn es euch recht ist. Kleine, einfache Übungen mit möglicherweise großer Wirkung. Je nachdem, wo der Einzelne steht. Ja, manchmal machst du eine Übung, kommst nach Hause und sagst, wow, das war super, ich habe das und das erlebt. Und der andere sagt, ja und? Habe ich schon vor 10 Jahren erlebt. Und die Freude ist wieder weg. Dann denkt man, aha, und dann war es nichts Besonderes. Doch, es war was Besonderes, weil du weißt ja gar nicht, ob der andere das wirklich auch so erlebt hat wie du. Das heißt, wenn wir uns fragen, Ralf, wie geht's? Und er sagt, gut. Weiß ich dann etwas über ihn? Ich weiß ja nicht mal, was er gut findet. Was heißt für ihn gut? Hat er gut geschlafen? Was heißt gut geschlafen? Wieso soll ich gut schlafen eigentlich? Es reicht doch, wenn ich schlafe. Warum soll ich gut leben? Es reicht schon mal, wenn ich lebe. Zu leben, das ist doch schon gut, oder? So. Und mit dieser Voraussetzung, dass es eigentlich gut ist, wie es ist, hast du die besten Chancen, Dinge zu verändern. Wenn du mit der Voraussetzung kommst, es ist etwas nicht in Ordnung, dann veränderst du nicht, sondern du bekämpfst. Und dann wird das Leben streng, hart und schwer. Und du wirst einen Kampf haben und du wirst froh sein, wenn du deine AHV bekommst und nicht mehr zur Arbeit musst, weil es war wirklich stressig und jetzt hast du deine Ruhe verdient. Das heißt, jetzt darfst du endlich machen, was du willst. Aber warum immer warten, bis wir 60 sind, bevor wir tun, was wir wollen? Oder? Lieber gleich an Jahresbeginn. Ab heute egoistisch werden. Kümmere dich nur noch um dich. Und zwar so, dass du glücklich bist. Und da musst du dich nie drum kümmern, ein guter Mensch zu sein, weil glückliche Menschen wollen ihr Glück teilen. Und tun anderen automatisch Gutes. Ob sie jetzt deswegen in den Himmel kommen oder nicht, ist denen wurscht. Es ist wie wenn du einen guten Witz gehört hast
oder, und dich kaputt gelacht hast, dann suchst du dir sofort jemanden, dem du ihn erzählen kannst. Und wenn du keinen hast, erzählst du zehnmal denselben Witz, und wenn er dein Freund ist, lacht er vielleicht auch mit oder so. Die schönen Dinge, die teilen sich von alleine. Deshalb werde schön, werde glücklich, werde du erleuchtet, und der Rest passiert von alleine. Macht das soweit Sinn, so die Idee dahinter? Aha. Na gut, ich sehe schon. Aber es ist schön, dass ihr da gewesen seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ja. Also das ist etwas, was ihr immer wieder sehen könnt bei Leuten wie mir, die Referenten sind und so weiter. Irgendwie sind die verrückt. Was haben die gemeinsam? Jeder glaubt, er hätte die Wahrheit und so, das ist klar, aber sie sind alle so überschäumend, so energetisch, so so wie man als Kind vielleicht ist, wo man denkt, jetzt und so, und das ist das Größte, wie beim ersten Mal verliebt sein und so. Sie sind voller Feuer. Und zuerst versucht man es richtig zu machen, aber mit der Zeit ist es eigentlich egal. Hauptsache, man brennt. Ob das jetzt eine schöne Kerze ist oder keine schöne Kerze, Hauptsache, sie brennt, weil das ist der Sinn einer Kerze, zu brennen. Ja? Und wenn sie sich freut an ihrem eigenen Licht und sich anderen Kerzen annähert, dann springt der Funke manchmal über, dann brennen schon zwei. Ohne dass die das geplant haben, das passiert halt einfach. Ja? Jetzt stell dir vor, ich rede vom Resonanzgesetz, oder? Ihr habt es schon bemerkt. Wenn du natürlich krank bist und du kommst ins Krankenhaus und da sind noch viel mehr, noch viel kränkere Leute wie du, wie willst du da gesund werden? Oder? Du kommst dann erst auf die Idee, dass du das und jenes und dieses auch noch haben könntest. Hat nämlich auch schon gedrückt. Verstehst du? So, und vielleicht war da nichts, aber du wirst was draus machen können, weil du bist schöpferisch veranlagt, dummerweise. Wird sich das verfestigen, worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst? Und man weiß, der Osho war so ein verrückter Typ, der hat das mal gemacht, der wollte das demonstrieren, und dann hat er mit ganz vielen Leuten eine Absprache gemacht. Du, wenn der dann aufsteht morgen, hat er zu der Frau gesagt von dem Typen, sag ihm einfach, er sieht schlecht aus. Und dann ist er zum Buschauffeur und zu den Arbeitskollegen, alle haben mitgespielt. Und er ist frisch aufgewacht, der Typ, putzmunter eigentlich, und dann steht er auf und kommt aus dem Bad, und dann sagt die Frau so, oh mein Gott, wie siehst denn du heute aus? Geht's dir nicht gut? Ja doch, klar, kein Problem. Ja, aber du irgendwie, und dann wurde er unsicher. Und dann ging er dann zum Haus raus, und dann kam er zum Bus, und der Buschauffeur gleich, geht's dir nicht gut? Ja? Und das ging so 3-4 Stationen, bis er im Büro war, und mittags war er todkrank. Er hatte Fieber, es war ihm übel, und keiner hat gewusst, was los ist. Der Doktor ist gekommen, hat gesagt, ich weiß nicht, was los ist, aber offensichtlich ist da was, er ist krank. Und das innerhalb von wenigen Stunden. Muss ich mal vorstellen. Wenn du also das Bewusstsein eines anderen Menschen auf etwas gezielt lenken kannst, kannst du bestimmen, was aus ihm wird und wie er sich fühlt. Und das hat man mit uns schon die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende gemacht. Wir glauben natürlich, dass wir selber denken, aber wir können gar nicht mehr selber denken. Die meisten Menschen glauben selbst heute noch, und wir sind ja erwachsen, 1 und 1 gibt 2. Oder wer sagt, nein, das stimmt nicht? Seht ihr? Nur ich. 1 und 1 ist 2. Das ist ja für die Klinik zu glauben, dass das stimmt. Wenn man in der Natur guckt, zum Beispiel also ich und meine Ex-Frau, das war 1 und 1. Wir sind schon zu dritt. Der dritte ist 16 Jahre alt heute. Also 1 und 1 ist 2 ist eine sehr beschränkte Wahrnehmungsform. Versteht ihr das? Ja? Mhm. Ja, das ist der Moment, wo man sich fragt, wofür brennt man? Aber ich sage zum Beispiel nicht, 1 und 1 gleich 2 sei falsch. Nein, ich sage nur, es ist eine sehr beschränkte Rechnung.
es nur so zu sehen. Das stimmt schon. Ein Franken und ein Franken gibt zwei Franken. So. Und das reicht für die meisten Menschen. Aber wer mehr als zwei Franken machen will, aus zweimal eins Franken, und es gibt Leute, die können das, die arbeiten nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Die wissen schon, wie es funktioniert. Die haben nicht das Gefühl, wenn ich jetzt meinen letzten Franken, das ist übrigens Geld, ihr habt ja jetzt Euro, gell, das ist was anderes, aber es geht mit Falschgeld auch. Wenn ich dir meinen letzten Franken gebe, denke ich, super, jetzt haben wir zwei Franken. Ja, ich habe einen gegeben, also muss ich einen haben, sie hat einen bekommen, also sind es zwei. Und der arm bleibt, denkt, oh Scheiße, jetzt habe ich einen weniger. Verstehst du? Und alle wollen sparen und sie merken nicht, dass sie während dem Sparen sich selbst in die Armut hineintreiben. Versteht ihr? Die Kunst ist, wenn du nichts mehr hast, endlich großzügig zu werden. Nicht das Gegenteil zu machen. Aber da draußen sagt man dir natürlich was anderes, weil sie wissen, wie das Bewusstsein funktioniert. Und sie wollen ja deinen Euro. Oder? Und sie wissen genau, je mehr du sparst, desto mehr fließt ihnen zu. Weil dann kaufst du alles, ob du es brauchst oder nicht, ist wurscht. Hauptsache, es ist billiger als was anderes. Und dann hast du schon das Gefühl, ich habe ein gutes Geschäft gemacht. Ja? Viele sagen, schau mal, bei mir kriegst du Erleuchtung, dann bekommst du Verblendung, aber die Leute sind trotzdem zufrieden. Es ist ja schon ein bisschen heller. Ja? Und wir, Free Spirits, spielen da einfach nicht mit, wir geben nicht auf, wir hören nicht auf, bis du explodierst, bis du brennst. Möglicherweise lebst du dann nicht so lange, aber intensiv. Es gab mal einen Bär, der hieß Bruno. Ja, das war. Der war in der Zeitung zumindest, weil man wollte ihn erschießen. Und ich hatte ein bisschen Mitleid und so und habe gedacht, jetzt der arme Bär. Jetzt ist er endlich mal wieder in der Freiheit, im Wald und so, und dann gehen die ihn erschießen da, die Kollegen. Und dann habe ich gedacht, ich möchte mal wissen, was der Bär dazu meint. Und dann habe ich mal Kontakt aufgenommen und habe den Bär gechannelt. Es gab einen schönen Artikel für die Zeitung. Und dann hat er mir aber was Interessantes gesagt. Ja, ich weiß, ich spinne, er redet mit Bären. Klar. Oh gut, lassen wir das. Tun wir so, als wäre das normal. Dann habe ich ihn gefragt, ob ihn das nicht traurig macht, dass er jetzt da einfach erschossen wird, weil er nicht in den Wald passt. Oder wieso Bären nicht in den Wald passen, weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, es gibt Rechner, die rechnen 1 und 1 ist 2, die können offenbar ausrechnen, wenn es so viele Bäume hat, der verträgt so viele Bären. Gut, wenn man noch ein bisschen Angst hat, dann ist besser 0 Bär, oder? Nur Baum, dann sind sie 14 Tage glücklich, bis sie auf die Idee kommen, der Baum könnte ja auch einstürzen. Und dann müssen die Bäume auch weg. Und am Schluss müsste eigentlich die ganze Welt weg, bis sie glücklich sind. Und dann sind sie aber auch nicht glücklich, weil sie sind alleine und so weiter. Aber ich habe den Bär gechannelt und gefragt, bist du nicht traurig jetzt? Da hat er gesagt, überhaupt nicht. Ich weiß das. Und ich habe das ja prophezeit, die erschießen ihn, bevor es war. Er hat schon gewusst und hatte mir gesagt, weißt du, es ist völlig wurscht, ich kann in jedem Moment sterben, es macht mir überhaupt nichts aus. Da habe ich gesagt, warum? Dann sagt er, er hätte gelebt. Er hätte gelebt. Nicht wie wir. Wenn wir sterben, ist es ein Drama. Nicht weil der Tod das Drama ist, sondern weil wir meistens sterben, bevor wir begonnen haben zu leben. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass ich dir vermitteln kann, lebe jetzt, und wenn es nur eine Sekunde ist, dann stirbst du wenigstens glücklich. Dann stirbst du mit dem Gefühl, ich habe gelebt. Und nicht mit dem Gefühl, oh, jetzt kommt der Tod, hätte ich doch gelebt, ist zu spät. Du kannst nicht erst mit 70 dein Geld ausgeben und sagen, jetzt kann ich leben, jetzt gehe ich auf Reisen, jetzt kaufe ich mir einen Porsche. Stell dir vor, ein 70-Jähriger mit einem Porsche kommt ja nicht mehr rein und raus. Sieht doch peinlich aus.
sagt doch jeder, schau dir den alten Knacker an, dann hat er noch eine junge Frau daneben vielleicht, weil er sich's leisten kann. Natürlich kann er sich's jetzt leisten, aber es ist 20, 30, 40 Jahre zu spät. Deshalb müssen wir gucken, dass die 20-Jährigen den Porsche bekommen. Ja? Und die 40-Jährigen, wie ich, die 20-jährigen Frauen. Also, Free Spirit Training, der Weg für all jene, die mit möglichst wenig Aufwand viel Ertrag möchten. Wer möchte das? Schau, es bewegt sich. Super. Super. Das freut mich. Und auch wenn ich andere Geschichten zwischendurch erzähle, die nichts mit Erleuchtung zu tun haben, das nur, weil eh schon keiner mehr an Erleuchtung glaubt. Ja. Also schon, aber nicht bei sich selbst. Aber es ist auch in spirituellen Dingen so pragmatisch und so einfach wie alles andere auch. Überschätzt das bitte nicht. Es ist zumindest meine Meinung, keine Entwicklung notwendig, um erleuchtet zu sein. Keine Entwicklung notwendig, um mit Gott zu verschmelzen. Du musst nur nah genug kommen. Zwei Flammen kommen sich näher und werden automatisch eins, oder? Ohne dass eine sich entwickeln musste oder besser werden musste. Man muss sich nur trauen, hinzugehen, näher zu gehen. Wir kennen die Geschichten, der verlorene Sohn. Da gibt's eine Riesenparty. Wir sind alle verloren, schon lange. Wir können aber ohne weiteres zurück, weil der, der denkt, ich darf nicht zurück nach Hause, ist nicht der Vater, sondern der Sohn. Wer hat Kinder? So. Eure Kinder können doch jederzeit nach Hause, oder? Ist doch logisch. Wenn sie so lange weg waren, fragst du doch nicht, wo warst du und was hast du gemacht? Du bist grundsätzlich einfach mal glücklich, endlich ist er wieder da. Und ich hatte immer Angst vor Gott. Ich bin nie gegangen. Ich habe immer gedacht, oh, zuerst muss ich vollkommen sein und perfekt sein. Und dann darf ich zurück. Und wie es dann passiert ist, wie meine persönliche Begegnung passiert ist, habe ich gemerkt, der liebe Gott hat gar keine Zeigefinger. Für mich war er nur ein Zeigefinger. In der Vorstellung habe ich immer gedacht, oh, wenn du dann kommst, dann sagt er dir alles, was falsch war und so weiter. Das stimmt gar nicht. Der hat das gar nicht bemerkt. Der war so glücklich, mich mal wieder zu sehen, dass ich nur überrascht war, dass er mir nicht gesagt hat, wie schlecht ich bin. Und dann habe ich gefragt, ob ich denn gar nie irgendetwas hätte tun müssen. Dann sagt er nein. Sage ich, scheiße, habe ich viel Arbeit für nichts gemacht. Sagt er, ja. Das hast du nur gemacht, um dir klar zu werden, dass das alles unnötig ist. Und alles, was du lernst an Wissen, wirst du erkennen am Ende. Du hast dich nur so lange angefühlt, bis du kotzen kannst. Bis du dein Gefäß wieder leer machen kannst. Weil wenn du sowas Großes reinfüllen willst, wie das, was du suchst, ist das Wichtigste nicht das, was schon im Gefäß ist, das ist das Hindernis, sondern dass es leer ist, dass du dich ausleerst, dass du alles mal ablegst, was dich bis jetzt blockiert hat. Und es sind spannende Dinge, die uns manchmal blockieren, und denen gehen wir jetzt auf den Grund, falls ihr Lust habt. Kurze Theorie von Ralf, unserem Cheftrainer aller Trainer, endet oft auch in Tränen, darum heißt es vielleicht Tränen halt. Weil man auch bei uns, auch als Trainer, immer wieder erkennt, ist gut, kann ich das den anderen sagen, aber ich weiß, es geht mir ja genauso. Ja? Wir machen immer noch dieselben Spielchen und deshalb ist es ja lustig, die zu durchschauen. Und deshalb ist es schön, mit Free Spirits zusammen zu sein, weil sie nicht sagen, du hast den Fehler. Sie sagen nur, ah, du hast den auch. Den kenne ich. Ja. Und wenn man neu ist auf dem Weg, macht man gerne ein Drama aus einem Fehler. Ist ja auch manchmal schön. Genau, ist manchmal schön. Und es ist gut, wenn du gerade ein Drama machst, einen Trainer zur Seite zu haben, der weiß, dass es schön ist, ein Drama zu haben und nicht auch zum Drama wird. Dann kann er nämlich dich einfach dramatisieren lassen und dir ein bisschen Sicherheit geben, daneben sitzen und sagen, ja, das kenne ich. Genau das kenne ich.
Das ist die Qualität unserer Trainer. Sie kennen alles, weil sie dieselben Fehler haben wie du, weil sie dieselben Probleme haben und weil sie denselben Weg gegangen sind. So, und immer noch gehen. Und dann ist es nie so, dass einer besser ist als der andere. Es ist manchmal so, dass du einen Weg gegangen bist, den wir nicht kennen. Und manchmal brauchen wir deine Unterstützung, wenn es so um, bei mir ist es zum Beispiel geschäftliche Dinge geht. Ich kann nicht so gut rechnen, das habt ihr schon bemerkt. Da bin ich froh, habe ich Leute um mich herum, die rechnen können, auch pragmatisch, damit es am Schluss auch aufgeht. Das kann ich nicht, also nehme ich dann dort die Hilfe von den Spezialisten. Und umgekehrt können Sie dann meine Unterstützung, ich bin Spezialist in diesem Gebiet, er in dem Gebiet und Sie in Ihrem Gebiet und jeder hat sein Spezialgebiet. Und für uns ist das Miteinander lernen keine Theorie, sondern eigentlich das Schöne noch. Man kann noch von einem, es ist zwar doof, wenn du mir sagst, was ich tun soll, scheiß mich das auch an. Ja, mich auch. Dich auch. Ja. Siehst wenn ich dir sagen muss, was du tun sollst. Scheißt ach mich so. Das auch an. Ja. Nicht, wenn ich dir sage, was das du... Das auch, natürlich. Ja. Ja, das scheißt mich alles an. Also siehst du, jetzt sind wir schon wieder Freunde. Jetzt haben wir bemerkt, uns scheißt beide dasselbe an. So, und jetzt können wir doch sagen, weißt du was, statt in dieser Energie zu bleiben, dass ich mich gestresst fühle, wenn du was von mir forderst oder umgekehrt, lass uns doch vereinbaren, dass wir uns gegenseitig unterstützen in Zukunft. Okay. Okay? Oh, jetzt haben wir kein Problem mehr. Bitte? Ah, das wäre vielleicht was. Vielleicht kommt da ein bisschen was, hä? Worum geht's? Um Bewusstsein. Das überrascht mich jetzt. Ja. Wissenswertes über Bewusstsein. Das knistert? Ja. Das knistert. Bei dir? Bei mir nicht? Doch. Bewusstsein funktioniert und agiert nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Das wohl am schwersten Verständliche daran ist, dass Bewusstsein und somit du in der Lage bist, diese Gesetzmäßigkeiten zu verändern. Dies setzt jedoch eine bestimmte Bewusstseinsklarheit voraus, welche, wenn sie erreicht wird, auch deutlich macht, dass es nicht notwendig ist, gewisse Grundprinzipien der Funktionsweise des Bewusstseins zu verändern. Vielmehr geht es hier darum zu erforschen, wie es funktioniert und wie ich es gezielt nutzen kann. Bewusstsein hat weniger mit dem Verstand als mit dem Gefühl zu tun. Erwacht zu sein oder erleuchtet bedeutet also nicht, dass dein Mind, dein Verstand eine Verwandlung erfährt, sondern es ist die Transformation der Gefühlsebene des Herzens und die Bewusstwerdung deiner selbst als vollkommener Schöpfer deiner eigenen Realität. In der Folge davon reagiert natürlich auch dein Verstand auf diese innere Verwandlung und er scheint dadurch auch erleuchtet zu sein. Ich bezeichne es gerne als hellen Verstand. Aber letztendlich, wenn du stirbst, lässt du deinen Verstand, deine Gehirnbibliothek zurück. Du nimmst nur dein Bewusstsein mit hinüber. Dennoch ist es von Vorteil, einen hellen Verstand zu haben, aber noch vorteilhafter ist es, ein helles Herz zu besitzen. Die Arbeit am eigenen Bewusstsein bedeutet eine Säuberung deines Gehirns und deines Gefühls. Ja, insofern ist Bewusstseinsarbeit immer Gehirnwäsche. Dies sollte nicht negativ interpretiert werden. Die meisten Menschen tun jedoch nichts für die Säuberung ihres Verstandes und fürchten sich sogar davor, weil es bedeutet, dass sie sich verändern müssten. Aber das wollen sie nicht. Es ist ja alles so bequem und gewohnt und es funktioniert ja auch bis zu einem gewissen Grade. Also bezeichnet man alles, was irgendwie mit Bewusstseinsarbeit verbunden ist, als gefährliche Gehirnwäsche, als Psychosekte oder Kult. Diese Kritik müssen wir uns gefallen lassen. Das ist okay. Und es ist verständlich. Immer wenn Menschen Angst haben, beginnen sie, andere anzugreifen. Das ist zum Beispiel eines der menschlichen Grundprinzipien eines unerleuchteten Bewusstseins. Es ist wichtig, dass wir den anderen Verständnis entgegenbringen. Sie können es noch nicht. Du musst wissen, dass es eine der schwierigsten Herausforderungen für das menschliche Bewusstsein ist, seinen eigenen Standpunkt zu verlassen und einen vollkommen anderen dafür einzunehmen. In dem Moment,
Wo dir dies gelingt, weißt du, dass jeder immer Recht hat, von seinem Standpunkt aus betrachtet. Es ist also gut zu üben, immer wieder mal seinen eigenen Standpunkt zu verlassen und einen anderen dafür einzunehmen. Du wirst bemerken, dass, wenn du nur lange genug auch spielerisch einen bestimmten Standpunkt einnehmen kannst, du langsam beginnst zu glauben, dass es wirklich der richtige ist. Hier finden wir eine weitere Grundstruktur des menschlichen Bewusstseins. Wenn du lange genug und ohne jeglichen Zweifel daran so tust, als ob, dann wird es auch so sein. Wenn du also ohne jeglichen Zweifel daran glaubst, dass du übers Wasser gehen kannst, dann kannst du es auch. Nichts ist unmöglich in diesem Universum, wenn du bis in deine letzte Zelle hinein glauben kannst. Letztlich ist alles, selbst die fundamentalste Wissenschaft, ein auf bestimmten Glaubenssätzen basierendes Konzept, eine Idee. Glaubt man daran, bewusst oder auch unbewusst, so werden sich dafür auch immer Beweise finden lassen. Es ist längst bekannt, dass der Forscher das zu Erforschende mit seinem Bewusstsein beeinflusst. Es gilt jedoch Folgendes zu beachten. Wir glauben nicht immer wirklich das, was wir glauben zu glauben. Vieles von dem, was wir wirklich glauben, läuft unbewusst ab. Deshalb macht es wirklich Sinn, genau hinzuschauen und uns selbst ganz genau zu durchleuchten. Was glaube ich wirklich? Das ist eine eminent wichtige Frage und setzt ein großes Maß an Selbstehrlichkeit, Offenheit und auch Verletzlichkeit voraus. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Ansichten über das Entstehen der Realität. Realität meint hier nicht Wahrheit, sondern das, was jemand als seine persönliche Wahrheit, seine persönliche Realität erfährt. Darüber hinaus gibt es auch eine gemeinsame Realität von zum Beispiel Familien, Freunden, Gruppen, Nationen oder der Menschheit als Gesamtes. Hier streifen wir gerade das sogenannte Massenbewusstsein. Das kollektive Bewusstsein bestimmter Menschen setzt sich aus gleichartigen Überzeugungen oder Glaubensmustern zusammen. Gegenwärtig interessiert uns hier aber mal im Speziellen das Deinige. Glaube und Aberglaube. Da meines Erachtens und aufgrund meiner Forschungen jede Realität einem Glaubensmuster entspringt, kann ich nicht sagen, dass Glaube wahr und Aberglaube falsch ist. Für mich ist Aberglaube das, wenn jemand glaubt, etwas ernten zu können, was er nicht gesät hat. Du kannst alles Mögliche ernten, sofern du es auch gesät hast. Zu erwarten, dass du etwas anderes ernten könntest, lässt dich zum Narren werden. Am Ende wärst du vom Leben enttäuscht und fändest es ungerecht. Einerlei, ob negativ oder positiv ungerecht, auf jeden Fall wäre es dir dann ein Mysterium, wie die Dinge in deinem Leben zustande gekommen sind. Hier befindet sich dann der optimale Nährboden für Religionen, Sekten oder auch esoterische Geheimzirkel. Man hilft sich aus der Misere mit Ideen wie Schicksal, Gottesfügung, Karma, Schuld und Sünde. Du erkennst solche irreführenden Gemeinschaften sehr schnell anhand dessen, dass ihr System ein Gut- und Böse-Schema aufrechterhalten muss. Folglich ist alles, was du am vorliegenden Material in Gut und Schlecht, in Richtig und Falsch oder in Wahr und Unwahr interpretierst, nicht von mir. Das richtige Verständnis meiner Unterlagen setzt also voraus, dass du zwischen den Zeilen das lesen oder hören kannst, was ich ausdrücken möchte. Darum achte bitte darauf, dass du nicht bloß mit dem Verstand, sondern ebenfalls mit dem Herzen zuhörst. Alles, was nach eindeutiger Bewertung klingt, ist nicht Gegenstand meiner Lehre. Vielmehr ist es dein eigenes, gewohntes Denkmuster, welches sich bemerkbar macht, und das ist gut so. Es hilft dir zu erkennen, wo du bewusstseinsmäßig stehst. So, gut, das haben wir jetzt verstanden. Bitte? Wer, das hat ein ganz ein großer Meister, ein alter, weiser Meister aus der Schweiz geschrieben. Nein, der Herr Württemberger. Aber danke, es ehrt mich. Ich hoffe, du hast gefragt, weil es gut war. Das heißt, du hast es schon verstanden. Das ist ungewöhnlich, dass man beim ersten Hinhören schon versteht, was ich meine, aber spricht für euch. Ja, auf jeden Fall, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber ich habe eine Übung, da kann man selbst Erleuchtete noch an die Grenzen bringen. Wollt ihr die kennenlernen? Ja. Super. Also die Übungen bei uns haben ein Merkmal. Sie sind immer einfach.
Und sie haben noch ein zweites Merkmal. Sie haben immer einen Haken. Also ich erkläre euch mal, was wir jetzt gleich machen. Das ist ja eine ganz einfache Einsteigerübung. Und zwar hast du nachher Zeit, zu 3-4 Leuten hier im Raum hinzugehen und ihnen zu sagen, schön, dass es dich gibt. Das ist so unser Spruch, he? Haben wir auch auf den T-Shirts. Schön, dass es dich gibt. So, mehr nicht. Der Haken an der Geschichte ist folgender. Du darfst es nur sagen, wenn du es auch fühlst. Sonst wäre es ja eine Lüge. Also nicht, wie geht's, gut, danke, tschüss, dir auch, mir auch, ja, gut, Neues. Ja? Sondern die Übung geht korrekterweise so, du gehst zu jemandem hin, schaust ihm in die Augen und versuchst das mal zu fühlen, dass es wirklich schön ist, dass es den anderen gibt. Grundlos, nicht weil er dir ein gutes Geschäft oder irgendwas sonst verspricht. Manchmal sind es auch die Augen, die es uns leichter machen, zu sagen, schön, dass es dich gibt, oder? Oder bei Männern ist es Portemonnaie oder so. Nein. Deshalb sage ich, guckt in die Augen, weil es gibt Menschen, die sehen komisch aus. Ich, jetzt ohne Namen zu nennen, nur als Beispiel. Also ich denke das manchmal im Spiegel. Ja, aber manchmal fällt es einem nicht ganz so leicht, wenn man da jemanden anschaut, zu denken, wow, ja der, schön, dass es ihr gut, aber ich meine, ja, ja, ist auch schön, dass es den auch gibt, halt oder so. Dann gibt es diesen Trick mit den Augen. Weil Frisuren können anders sein, Nasen können anders sein, alles kann sympathisch oder unsympathisch sein oder so, aber die Augen sind anders. Wenn du in die Augen, egal von welchem Wesen hineinguckst und ein bisschen tiefer guckst als nur auf die oberste Hornhautschicht, dann kannst du eintauchen. Es geht auch nicht darum, dich selbst in den Augen zu sehen. Nee, die Widerspiegelung deiner Person in den